Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 76 von unserem schönen Zuhause aus. Ja, weg mit euch. Irgendwie ist die Gegend hier noch nicht wirklich gerendert, habe ich so ein Gefühl. Was zur Hölle ist hier explodiert? Hat er eine Granate geworfen? Ich glaube schon. Naja. Patronen nehme ich immer gerne, wir sind sowieso jetzt zu Hause, können wir alles mitnehmen. Ja, und sind doch direkt überladen. Ich bin wieder da hinten gespawnt, wo wir quasi abgereist sind. Das heißt, da ist jetzt immer gespeichert, der Server. Ja, hier ist ein bisschen blöd, aber naja, gut. Gehen wir zurück. Lagern wir nochmal unseren Schrott und alles. Und dann passt das schon. Hallo? Ist hier noch jemand? Habt ihr das gehört? Irgendwas hockt hier noch bei mir rum. Aber egal, wir gehen erstmal hoch. Komm schon. Irgendwas hängt hier rum. Ist jemand bei mir zu Hause? Hallo? Okay. Das ist ein bisschen. Da oben jemand oder? Ist hier unten jemand? Na, ich hab was gehört. Da muss irgendwas sein. Diese Gräber sind da, glaube ich. Einer ist rausgekommen. Macht jetzt einen auf Dicken. Hi! Tschüss! Haben wir ihn gefunden. Okay, wir müssen uns erstmal um Heilung bemühen. Wir können irgendwie kaum noch was tragen. Meine Waffe sieht seltsam aus. Sieht alles irgendwie gerade seltsam aus, naja, egal. Schrott erstmal einlagern, ne? Damit wir ein bisschen was schleppen können. Und dann gehen wir hoch. Jetzt wird's ernst. Jetzt wird's ernst, Freunde. Erstmal herstellen. Vielleicht können wir uns schon ein bisschen Medikamente herstellen, das wäre ganz nett. Mein Mikrofon ist irgendwie zu weit runter, dass ich geduckt reden muss. So. Ah, schon viel bequemer. Gut, Heilmittel, ne? Blutblatt, Feuerhut, habe ich alles nicht. Paket. Nein, ich brauche kein Zeckenblut. Energiemunition kann ich hier herstellen, cool. Schießpulver. Stoff und Säure. Oh, Stufe erreicht. Nice. Schmelzen wir noch ein bisschen was zusammen hier. Oh, okay, das war vielleicht nicht so schlau. Egal. So ein bisschen Munition. Munition, sag ich schon, ein bisschen Erfahrung gesammelt. Ja, dann können wir eigentlich ein Level-Up machen. So, ja, ich möchte es öffnen. Bitte irgendwas richtig Gutes. Ah! Miss Nanny schließt sich an einer Werkbank. Sie war für ihren Geschmack viel zu unordentlich. Stoße ich deswegen immer gegen meinen Tisch? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall gucken wir uns erstmal an, was es so Schönes hier gibt. Der Stärkepunkt fügt 2 Schadensresistenz hinzu. Ist alles nicht so das Wahre, ne?
Deine nicht automatischen Gewehre verursachen 10% Schaden und. Okay. Warte, ich habe das Maximalste erreicht, aber maximieren wir das Maximalste. Wollten wir nicht was anderes machen? Ja, eigentlich schon. Aber egal. Was brauchen wir denn dafür? P. Kacke. Ja. Gehen wir halt. Ah, ist da was? Brauche ich nicht. So. Dann nehmen wir noch Magazinsammler weg. Machen Kammerjäger. So. Bingo. So, was ich aber gucken wollte ist, ich brauche unbedingt Medizin. Unbedingt. Ja, das wollte ich jetzt nicht. Hilfsmittel! Ein Mittel. Nehme ich zwei mit. Dann ziehen wir uns ein Heilmittel rein. Sehr schön. Dann ziehen wir uns noch ein verdünntes Red Away rein. Oder zwei. Das war Red X, cool. Schön. So. Gut, wie sieht's jetzt aus? Gut, dann trinken wir jetzt noch was. Dann sind wir jetzt komplett von unseren Sachen geheilt. Dieses DNA-Ding ins Kirchen ist auch weg. Sehr schön. Ja, noch ein bisschen davon. Sehr schön. Transfer. Es wird Zeit, ein paar Sachen loszuwerden. Dinge, die wie etwas wiegen. Okay, behalten wir. So. Dort können wir lagern. So können wir nur 190 tragen. Konnten wir nicht irgendwie 215 schon tragen? Mehr wär's, als wär's so gewesen. Na egal. Hilfsmittel. Wir müssen unbedingt viel Hilfsmittel loswerden. Loot-Paket, aber auch alles. Bezieh dich! Niemand will dich hier. Was ist meine Abwehr? So. Weiß, meine Tickkiste kann ich mir. Okay, jetzt kommt er zum Einsatz. Red Kakerlakenfleisch werden wir gleich verarbeiten. Redway brauchen wir nicht so viele. Sag mal, bist du hier? Ich wollte gerade sagen, kommst du gar nicht hoch. Mach nicht alles kaputt! Cool, das hat gepasst. Sag mal. Danke. Wieso habe ich so viel Munition dafür? Wieso habe ich von der 38er... Ach, das ist die Munition, die ich aus Versehen mitgenommen habe. Verstehe, aber ich will die Waffe ja nicht haben. Okay, mein Zaun ist kaputt. Müssen wir jetzt erstmal reparieren. Dankeschön, Wash. Also wenigstens irgendwas für mich dabei gehabt. Wow. Okay, kümmern wir uns weiter darum, dass wir wieder fit werden. Wir müssen uns gut darauf vorbereiten, was wir gleich vorhaben. Ich weiß nicht, was wir vorhaben. Okay. So. Die Granaten können auf jeden Fall reingepackt werden. Geht das nicht dein Ernst? Geh weg! Das meine ich, das ist komplett die Munitionsverschwendung.
mir wirklich einen sehr, sehr guten Ort zum Bauen ausgesucht. Ja, zumindest kommt hier keiner auf mein Grundstück. Immerhin etwas. So. Kleidung. Lebensmittel haben wir jetzt so gut wie alles weggepackt. Wie sieht's hier aus? Da haben wir doch gewartet. Was war das? Kupfererz. Tschüss. Schießpulver wiegt etwas. Und das kann weg. Ah, ich hätte es zu Schrott machen sollen. Ah, jetzt egal. Ist egal. Nicht so wichtig. Gibt Schlimmeres. Okay, jetzt gehen wir nach oben. Jetzt wird repariert. Wir haben unsere abgesägte Schrotflinte. Nee, die reparieren. Es tut weh. Reparieren tut weh. Oh. Erstmal das Ding hier weg. Waffen. Wollen wir die Kampfschrotflinte jetzt behalten? Wollen wir sie auch nutzen? Ich glaube, es ist wirklich besser. Oh, jetzt habe ich die aber repariert, ne? Oh, ich bin so blöd. Kann mich einer schlagen? Oh, bitte. Warum? Okay. Gucken wir mal, was sich modifizieren lässt. Kampfschrotflinte. Was haben wir denn hier? Automatik ist kacke. Reichweite. Brauchen wir überhaupt Reichweite? Ich weiß nicht. Wir müssen hier echt differenzieren, was wir brauchen. Ach, Waffenschmied Rang 4. Ja, danke. Du mich ja auch spielen. Ein Visier brauchen wir nun wirklich nicht, ne? Ah gut, mit der kann ich nichts machen. Bei dir kann man sowieso nichts machen. Das Jagdgewehr, das ist aber eher erst ab Stufe 30. Ja, und dich will ich gar nicht verbessern. Hier, dich will ich verbessern. Hier, schön verlängerter Lauf. Damit würden wir die Präzision erhöhen. Jetzt aber nicht so wild, ne? Diese vier Durchbohren da. Da würden wir nur das Gewicht verbessern. Achso, Standardvisier. Ich habe jetzt ein Leuchtpunktvisier, was man aber irgendwie nicht sieht. Oder Leuchtvisier. Ja, komm, weil es geil aussieht. Bindungsbremse haben wir noch nicht. Schade. Schade. Können noch nicht viel damit machen, weil wir noch nicht viele Waffen auseinandergebaut haben von der Sorte. Ja, gut. Was können wir hier so Schönes machen? Ein Schalldämpfer. Hm. Ja, wir können natürlich nicht viel machen. Faszinierend, dieses Spiel. Faszinierend. So, meine Rüstung. Du bist kaputt. Du bist kaputt. Kann ich hier Taschen? So. Warum? Tschüss. War mir eine Freude, Ressourcen an dir verschwendet zu haben. Ja, so viel zu dem Thema. So, wir sind Stufe 20. Haben wir Waffen hier, die Stufe 20 sind? Haben wir hier welche gebunkert? Ja, die Kampfflinte. Ah, oh, das ist. Die habe ich schon. Die habe ich schon dabei. Die kann ich noch nicht. Das war ein geiles Ding, aber kann ich nicht. Das Jagdgewehr ist ab Stufe 50. Oh, ich verstehe. Wir haben jetzt zwei davon.
Dann werde ich dich auseinanderpacken. Ja, cool. Und der ist ja erst ab Stufe 35. Gut, dann haben wir auf jeden Fall eine Waffe, die wir auseinanderbauen können. Das machen wir mal. Was bekommen wir? Ein solider Lauf. Okay. Und das Jagdgewehr. Das legen wir kurz rein. Gut, viel haben wir nicht mehr. Was Waffen angeht. Favoriten? Favoriten? Ja, mega. Okay. So, das sind also jetzt unsere Waffen. Es ist nicht viel. Der 38er haben wir natürlich verdammt viel, ne? Aber ich hoffe, dass wir sie irgendwann nutzen können, effektiv. 45er haben wir auch noch verdammt viel. Aber das hier spare ich mir auch für die Waffe, die wir noch nicht tragen können, ab 35. Dann haben wir erstmal richtig gut Munition. Das wird richtig gut. Ja, Fusionszellen müsste ich jetzt nicht mitnehmen. Nehmen wir noch ein paar Schrotpatronen mit. Ja, und das war's schon. Mehr haben wir nicht. Cool. Cool, cool, cool. Okay. Folgendes, wir werden auf jeden Fall jetzt die tägliche mal angucken. Wir haben eine tägliche Quest, ne? Täglich ist da. Was? Wieso kann ich das nicht auswählen? Wollt ihr mich verarschen oder was? Na gut, wir haben ja verdammt viele Nebenaufträge. In welch? Folge dem Weg der Aufseherin, informiere dich über die Geschichte von Riverside. Sammle Knochenmehl, installiere die Suche, okay. Ich verstehe nicht, was mit der täglichen passiert. Oder kann die nur einmal quasi gelöst werden und jemand anderes hat sie gelöst? Oder, weil ich den Server gewechselt habe, weil der Server abgestürzt ist. Das kann natürlich auch sein. Okay, was machen wir? Machen wir hier persönliche Angelegenheiten oder wir gehen mal auf Sonstiges. Was haben wir da? Öffne den Spind des Bergarbeiters. Oh, wieso nicht? Komm. Ist er, das ist ja auch gleich um die Ecke. Da können wir doch direkt mal machen. So, was habe ich hier noch? Das ist der Panzerbrecht, sehr schön. Kommt Flinte. So. Dann ziehen wir mal los. Auch wenn ich mir jetzt nichts zu essen eingepackt habe, ist mir egal. Hab ich einen Timer? Oh, wir sind schon seit 18 Minuten dabei. Das Essen geht immer so schnell. Okay. Stottern wir mal ein paar Quests ab, würde ich sagen. Na, ich will diese Werkstatt nicht haben. Kostet mich Geld. Wenn ich mich auslogge, habe ich sie nicht mehr. Dann muss man sich echt schon morgens irgendwie sich einloggen, so eine Werkstatt beanspruchen und dann die Ressourcen zu sammeln. Die Ressourcen sind ja echt... echt nicht schlecht, muss man sagen, ne? Ich komme. Die Gegner hier müssten ja auch eigentlich recht einfach sein für mich mittlerweile, ne? Ich bin ja jetzt Stufe 20. Ghule. Ich habe mir Redworm eingejagt. Ist okay. Nein, ich... ist ja nicht so, als wäre ich gerade erst losgegangen. Naja. So, und der ist hier irgendwo in der Nähe, oder was? Ich wollte das machen. Scheiß auf die Gegner, ey. Ich werde hier einfach verwirrt vom Spiel. Ich will den Scheiß hier nicht machen. Ich habe mir deswegen Würmer eingefangen. Oh, was machen die jetzt? Oh, was machen die Würmer? Bitte nicht. Du erleidest 50% mehr Strahlungsschaden. Na, ist das okay für 2 Stunden. Dafür brauche ich kein Heilmittel. Na, kenne ich Schlimmeres.
So, wie sieht's aus mit meiner Tragefähigkeit? 185. Wieso? Ich keine Ahnung, ist mir egal. Bisschen seltsam irgendwie, dass ich plötzlich weniger tragen kann. Einfach so. Obwohl sich nichts geändert hat. Ah, wir haben zum Glück sehr viel weggenommen von unserem Inventar. Du bist ein auffälliger Erdhaufen. Kommt da irgendwas raus? Ach, und wir werden auf jeden Fall den Schatz bergen. Ich wollte eigentlich heute die tägliche Quest machen, die uns da angeboten worden ist, aber die ist ja anscheinend weg. Keine Ahnung. Eine andere tägliche Quest, die man wahrscheinlich erstmal finden muss. Nehme ich an, ich weiß nicht. Hier spricht ein Kacknub, also ich brauche hier nicht fragen. Ich weiß hier nichts. Ich weiß nur, dass ich hier durch die Gegend laufe und einen Scheiß mache. Und andere gucken sich das auch noch an. Faszinierend. Nein. Ich weiß, ihr guckt mir zu, weil ich ziemlich Blödsinn mache. Höchstwahrscheinlich. Wie zum Beispiel hier runterspringen und extra Schaden nehmen. Um dann zu sagen, ja, ich hätte das ganz anders gemacht, Zero. Ich bin nämlich ein Profi. So, da müssen wir hin. Brauche nämlich zusätzliche Erfahrung, denn die Gebiete, in denen ich gerade eben rumgelaufen sind, ich glaube, die waren nicht sowas für mich, für meine derzeitige Stufe. Hallo, Super Beauty. Geil. Ich mag die Waffe. Ich brauche mehr davon, um sie auseinanderzunehmen. Das Visier ist natürlich ein bisschen nutzlos, wenn man unsichtbar ist. Okay, wichtig, Leichen durchsuchen. Muss ich versuchen anzufangen, professioneller zu spielen. Nicht alles mitnehmen, sondern nur das, was ich brauche. Hey, was ist das? Achso, der Arm. Munition. Wir nehmen erstmal die Waffen mit. Kann man immer gebrauchen. Ich habe sehr spät erst bemerkt, wie wichtig es ist, Waffen mitzunehmen, um sie zu verarbeiten. Also ich habe es irgendwo in Folge 10 bemerkt. Also mittlerweile weiß ich schon lange nur. Wenn man nichts mitnehmen kann, dann kann man nichts mitnehmen. Hi! So, wo ist dein Bruder? Haben wir doch hier irgendwo erschossen. Ja gut, Tiere sind jetzt nicht so. Hast du mich schon gesehen? Ich glaube schon. Oh, ich habe das Ding. Oh. Ich komme mit den Tasten immer durcheinander. Wuhu! Mit dem Raketenwerfer kommst du halt nicht weit, wenn du gegen die Wand schaust, mein Freund. So. Ich werde sowieso niemals Granaten nutzen, wenn ich ehrlich bin, deswegen nehme ich die gar nicht erst mit. So. Wollte ich das nicht ablegen? Oder habe ich ein neues gefunden? 72. Weißt du was? Das liegen. Scheiß drauf. Das ist aber nicht schlecht. Ach, du benutzt 308er Munition. War das nicht das, was ich ganz viel hatte? Ne, das waren die 38er. Ja, alles zurück. Oh, ich habe davon Munition. Hey, ich wollte dich doch zu dem. Hey, achso, ich bin an der Station hier. Ich wollte gerade sagen, ich wollte dich doch zu den Favoriten machen. Ihr seht, ich komme gut mit der Steuerung klar. Was ist das andere? Plasma-Pistole, ja. Die. Oh, verlängert. Stufe 25.
Ich brauche die Ressourcen davon. Wir werden später noch mehr finden. Irgendwas, was wir brauchen können hier? Irgend. Ein Leakten-Schrank. Nicht, dass hier das Ding Spieler gehört. Plötzlich bin ich gesucht. Eine Impro-Pistole. Okay. Nehmen wir die auch gleich direkt auseinander. Obwohl du. Ah, der benutzt 38er. Welchen Level bist du? 20. Vielleicht kann ich die verwenden. Hey Jungs, habt ihr mich gesehen? Hör doch mal auf, diese Scheiße zu drücken, Seroy. Muss ein bisschen sparsam mit meiner Munition sein. Okay, direkt zurück. Ich nehme jetzt alles mit, was geht. So, du hattest die 38er auch, ne? Ja. Teilweise besser als die. Aber ich will ja Munition sparen, ne? Gut. Aber wie viel Munition man noch dafür findet. Ich versuche jetzt mal einen Moment damit zu kämpfen. Hallo? Diese Steuerung. Sort. Weil ich kann, Freunde. Einfach nur, weil ich kann. Jetzt habe ich doch noch eine Mine mitgenommen. Aber wir können jetzt einige Safes öffnen und die Powerrüstung rausholen, die wir da gesehen haben, ne? Wenn ich mich erinnere, wo die noch ist. Ich habe euch gesagt, ihr sollt mich erinnern, wo sie ist. Also, Leute. Hm? Hier die Probe. Ach, dafür habe ich... Oh, ja, okay. Ja, oh, komm. Dafür habe ich alles verschwindet. Dafür nehme ich das auch mit. Ihr habt gesagt, ihr macht das. Also, erinnert mich daran, wo es war. Sonst gibt's aufs Maul. So. Immer schön auf die Tragekapazität achten. Und meine Quest... Genau hier irgendwo. Ich soll den Spind des Typen öffnen. Hier war das jetzt nicht. Geilsten Scheiß haben wir jetzt auch nicht bekommen. Aber wir haben hier ein Sturmgewehr bekommen. Was eigentlich mal gar nicht so schlecht ist. Das ist eigentlich... Warte. Ist das nicht die Waffe nur ein bisschen aufgepimpt? Nee, ne? Wie heißt die Waffe denn hier überhaupt? Details. Taktisch gehärtet und... Ja, aber wie ist der Name der Waffe? Ist mir egal. Ich lass mich jetzt nicht aufregen. So. Mission erledigt. Ich glaube, das war hier, ne? War das nicht Poseidon Energy? Oder war das hier... Ich glaube, wir hatten sie in Poseidon Energy gesehen, ne? Da können wir eigentlich da mal hinlaufen. Ich glaube, die war da. Und da sind jetzt auch schwache Gegner, das heißt, mit der Waffe würde ich da auch weit kommen. Boah, gut. Komme ich jetzt hier raus? Ein Silbermedaillon, nehme ich. Kann ich hier irgendwas sprengen? So, wir wollen Richtung Norden gehen, ist richtig. Laufen wir mal ein bisschen zu Poseidon Energy und gucken mal, da die Powerrüstung war. Ich glaube, die war da. Responderlager. Das haben wir auch noch nie gemacht, ne? Hallo Leute, hier spricht Jeff Nakamura von den Respondern. Wir haben unser Lager in Flatwoods aufgeschlagen und bieten
Vorräte, medizinische Behandlung. Uninteressant. Kennen wir schon. Ich habe aber nicht gedacht, das ist irgendwie wieder so ein Signal, was uns irgendwo hinführt. Aber anscheinend nicht. Quest begonnen, ökologisches Gleichgewicht. Ich dachte, das ist die tägliche. Das sind die Events. Ah, ist mega. Sammle einen Wasserdaten, Bodendaten. Ach, die Scheiße. Apropos, wir können jetzt auch übrigens in den Atomshop reingehen. Und uns die Kleidung kaufen, die ich haben wollte. Modisch vom Starlet zum Sniper. Diese Kleidung kann an Rüstungswerkbänken hergestellt werden. Ich muss die herstellen. PDF. Okay. Wir werden sie herstellen. Wenn sie benötigen. Kann ich übrigens ausschalten, dass ich irgendwie Holz suche? Ich will kein Holz suchen. Nicht mehr. Vielleicht werde ich irgendwann anfangen, täglich einfach so zu machen, nebenbei. Dass ich auch mal nebenbei hier irgendwas machen kann. Nuka-Cola-Werk. Oh, jetzt haben wir es gefunden. Da können wir auch hier mal ein bisschen rumlaufen. Hi. Ratten habe ich auch so noch nicht gesehen, glaube ich. Tafelmesser. Stift. Was man hier alles findet. Gute Sachen haben, nicht so eine Scheiße. Und ich würde gerne herausfinden, was mich unsichtbar macht, weil ich diese Scheiße nicht mag. Man kann kaum zielen, wenn man unsichtbar ist. Ich glaube, das hat mir auch noch Holz gegeben. Ich muss diese Option Holz zu sammeln ausschalten. Mr. Flauschig. Wer auch sonst. Okay. Mr. Flauschig und der spielen zusammen. Kannst du mir doch nicht sehen. Hi. Ich muss sagen, Ghule zu töten ist nicht wirklich das, was ich jetzt brauche. Nuka-Cola Marketing-Demo. An alle vollzeitbeschäftigten Mitglieder des Marketing-Teams von R. Marcus Taylor betreff Urlaub. Ich möchte hiermit daran erinnern, dass ich für die nächsten 2 Wochen mit meiner Familie auf Urlaubsreise in Watoga sein werde. Bitte sämtliche Anfragen in dem Bereich Marketing und FE während dieser Zeit an Pat Walker richten. Ja. Interessante Nachricht. Wenn ich hier wieder eine Quest finde, drehe ich durch. Was ist das denn? Ich helfe dir, mein Freund. Ich lasse dich raus. Du wirst frei sein. Ach, du lebst noch. Anforderung eines Airdrops. Nehme ich.
Oh, du warst frei. Das wusste ich nicht. Wir wollten aber zum Computer gehen, ne? Oh, hier ist noch ein Tresor. Jetzt finde ich plötzlich Skill 3 überall. Und ich brauche das. Atomarer Abfall. Was macht das in Nuka-Cola? Das frage ich überhaupt. Okay, knacken wir den Scheiß. Pick! Weck mich doch. Seelöwe! Öffentlich verwendeter Name Nuka-Cola Quantum. Notizen zur aktuellen Variante. Ja, wow. Walross. Nuka-Cola Black. Seebär. Nuka-Cola Orange. Wütender Biber. Nuka-Cola Quatz. Notiz zur aktuellen Variante. Versuch, nicht lösliche Zuckerflocken hinzugeben, um Quarz zu simulieren. Überprüfen, ob dies den Kavitationsproblem der vorherigen Version entgegenwirkt. Safe-Steuerung. Oh! Oh! Es hat sich endlich mal gelohnt. Oh ja, danke. Oh. Wo ist der Safe? Ich werde ihn nie wiederfinden. Ich weiß es. Der ist ja immer noch zu. Was für ein Scheiß. Was für ein Safe meinen die denn? Ah. Na gut. Ja, das ist was anderes. Licht kann ich eigentlich anmachen, ne? Gut. Meine Nerven sind auf jeden Fall am Ende. Und wir haben 40 Minuten. Das wird eine richtig ertragreiche Folge. Oh, Honig. Naja, wir sammeln hier ein bisschen atomaren Abfall. Der kann ja eigentlich immer nützlich werden, ne? Viel gibt's hier sonst nicht. Na gut, gehen wir wieder weg. Sei denn, hier unten ist noch irgendwas. Weißt du, dieses Videospiel ist okay. Da kann man sich dran gewöhnen. Aber dieses Hacking, ne? Eine Toilette. Wieso ist die... Hier gibt's ja nicht mal was. Wenn es da wenigstens was geben würde, was sich lohnen würde zu hacken. Oh, hier geht's noch weiter. Na gut, Freunde. Ich würde sagen, dann untersuchen wir morgen mal die Nuka-Cola-Fabrik hier zu Ende, ne? Ach cool, ich muss nachladen. Ich habe 7 Schuss für dich. Einer ging daneben, 6. Irgendwann ist er vorbei, Leute. Ja gut, dann können wir ja wenigstens den ganzen Müll mal auseinandernehmen. No. Waffen haben wir keine, Kleidung auch nicht. Oh, dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen zu einer nicht nervigen Folge wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss.